Handgefertigte Messer, das habe ich das erste Mal gesehen und realisiert in Mainz auf dem Künstlermarkt. Das fand ich ganz toll, das hat mich gleich fasziniert. Und der war da, um seine Messer zu verkaufen. Und ich habe zwei Stunden lang Löcher in den Bauch gefragt. Wenn du dich mit Stahl und Messern beschäftigst, dann ist das. Du kommst so unweigerlich zu Damaststahl und Schmieden. Leidenschaft ist absolut notwendig, um halt auch immer weiter besser zu werden. Vom Bauen her, der Messer, vom Schmieden, alles. Es ist ein ganz gutes Messer, kann man relativ schnell machen, aber um dann halt bessere Qualität zu erreichen, also wirklich nah an die 100% zu kommen, da brauchst du echt Jahre Erfahrung und musst probieren und arbeiten. Ja, und das ist schon ein leidenschaftlicher Prozess.